Samstag, 22. Juni 2019. Großer Auflauf, nicht nur von Medien, sondern auch von Experten aus Deutschland und anderen europäischen Nachbarländern im Thüringer Wald. Über 1000 Rettungskräfte, also Feuerwehr, medizinische Dienste, Polizei und technisches Hilfswerk, übten den Ernstfall am Tunnel Fleckberg, einen von 14 Tunnels auf der Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Nürnberg in Thüringen. Ein mit 300 Menschen besetzter Zug bleibt im Tunnel liegen und es entsteht ein Brand. Es gibt Verletzte im Zug. Ein relativ unwahrscheinliches Ereignis. Bisher gab es keinen derartigen Fall in der Geschichte der DB Netz AG. Doch bietet dieses Szenario Gelegenheit, die Einsatzfähigkeit der vielfach Freiwilligen, Feuerwehren und Rettungsdienste zu überprüfen und Schlussfolgerungen für die weitere Ausbildung und Optimierung der Einsatzkonzepte zu ziehen. So umriss Marc Stilo im Thüringer Innenministerium für die Gefahrenabwehr auf der Schnellfahrstrecke zuständig die Ziele der Übung. Im Rahmen eines Bundesforschungsprojektes zur Weiterentwicklung der Tunnelsicherheit wurde diese Übung auch von Wissenschaftlern dokumentiert und begleitet. Eine tolle Leistung, vor allem der vielen Freiwilligen von der Feuerwehr bis zum CareNet der DB, in diesem Fall, der hoffentlich real nie eintreten wird.